Es ist natürlich schon so, wenn man wie ich als Rentner, ich bin ein Rentner, also wie soll ich sagen, echter Rentner natürlich, also kein Frührentner, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Nein, ich sage das nur, weil man sagt immer, der Rentner hat keine Zeit mehr. Gell? Das ist noch schlimmer, wie wenn man noch im Arbeitsprozess steht. Und es stimmt, nicht? Was man heute, also bei mir jedenfalls ist so, der Druck, den ich heute habe, das ist, ich habe mir es nie so vorgestellt. Nicht? Und jetzt kommt dazu, ich bin ein Opa, nicht? Jetzt muss ich auf den Bubi Obacht geben. Nein? Der Bubi, na, er heißt nicht Bubi. Natürlich nicht, eigentlich heißt er Geofrei. Nein? Aber, naja, er kann ja nichts dafür. Ne? Das ist ja nicht. Das sind diese Eltern halt, ne? Die haben mich auch gefragt, warum muss der so heißen? Ne? Hätte er nicht noch einen deutschen Namen haben können? Horst oder. Oder Hermann oder so, also wurscht, so ist es halt. Also, der Bub kann nichts dafür. Aber was halt wirklich schlimm ist, und der hängt halt umeinander, gell? Weil die Eltern haben keine Zeit. Keine Zeit! Der Vater, der ist in Bad Aibling bei der NSA. Nein? Was der hört, weiß ich nicht. Nein? Und die Mutter, also meine Tochter, die arbeitet in München da drin, da bei der, wie heißt es, Maximilianstraße, nicht, wo in der Früh schon auf Nichtermann, nicht, ungefrühstückt, kommen schon die Scheichter her und wollen eine Rolex. Nicht. Also wie auch immer, der Bub, man muss, jetzt ist der Opa gefragt. Nicht. Jetzt ist der Opa gefragt, okay, und die jungen Leute halt, die stellen Fragen, okay, und wollen Antworten. Okay. Und die Zeiten sind heute andere, machen wir uns nichts vor. Die Zeiten sind heute anders. Okay? Und wir sollen die Buben das wissen, die Kinder halt, ne? Wenn sie in einem Bip, Bip, Bip reinschauen, da steht es nicht drin, wie es früher war. Ne? Ist ja das. Ne? Und ne? Jetzt hat er. Jetzt hat er auch noch, ich weiß ja nicht, was haben die mir heute für ein Lehrermaterial. Ne? Jetzt hat er der Bubi, ja, da hat er so einen Lehrer, der habe ich von den Nazis daher redet, ne? Was redet denn der Blätter her? Der hat er gar nicht miterlebt, ne? Aber Saublätter herreden. Ne? Na, jetzt ist der Opa, jetzt versuche ich heute halt den Buben in Gottes Namen, ein bisschen, sagen wir mal, Demokratie zu veranschaulichen. Hey, weil ich immer sage, Bubi, Demokratie, das muss man wollen. Hey, weil früher hat es keine gegeben. Also früher, ne? Die haben keine gehabt. Gut, die haben sie in dem Sinn auch nicht gebraucht. Ne? Aber sie haben es auch nicht gehabt. Ne? Hey, ich sage, Bubi, Demokratie, das ist schon Meinungsfreiheit. Hey, das ist ja im Grunde nicht schlecht. Bloß was ist, wenn man keine hat? Ne? Naja, wir die in Berlin keine Meinung, aber die setzen es durch. Ne? Ich sage, Bubi, weißt du, ich sag, Bubi, pass auf, sag ich. Der Opa hilft dir, erst einmal brauchen wir ein Menschenbild. Okay? Ein Menschenbild, und wenn du ein Menschenbild hast, okay, dann kannst du immer noch Demokrat werden, wenn du willst. Hey, ist ja so. Ne? Aber die jungen Leute halt, man muss das ja auch mal sehen, nicht? Jetzt diese Medien. Hey, überall haben diese Medien, wo man hinschaut, Medien, was die halt zum Sehen kriegen, nicht? Dann sehen sie das. Weil sie gar nicht anders kennen, sie müssen es ja anschauen. Nicht? Mit den Tschalafisten, die wo die Leute umbringen, und die sehen sie. Nicht? Dann sage ich, Bubi, das ist auch ein alter Hut. Umgebracht worden ist immer. Da hat es noch gar kein Fernsehen gegeben. Nein. Sag, du brauchst jetzt gar nicht schauen, wie es so, weil das hat es alle gegeben. Nein. Nein. Die haben doch die Leute alle umgebracht. Hat es das andere Zeiten gegeben? Die Indianer haben es sowieso umgebracht. Nein.
dann der Stalin, Hitler und die Dings, die haben es doch alle umgebracht. Schon ganz früher haben sie es umgebracht. Nicht, wie heißt der, der berühmte Karl der Große, der hat ja die ganzen Sachsen umgebracht, damit sie Christen werden. Ja, ob er Erfolg gehabt hat, weiß ich nicht. Aber so war das. Dann sage ich, Bubi, das habe ich auch lange nicht gewusst. Ich sage, Bubi, wir hätten ja heute noch keine Demokratie, wenn nicht die Erfindung der Guillotine gewesen wäre. Hey, ohne Guillotine hätten wir es gar nicht. Die haben die Leute so lange geköpft, bis eine Demokratie hergegangen ist. Hey? Naja, und dann Revolutionen, Kriege, Kriege hat es ja sowieso gegeben. Man hat es keinen Krieg gegeben. Alle hat es einen Krieg gegeben. Ich habe es selber nur erlebt. Kann er von mir reden? Ich habe ein Ding, sagen wir es, einen Koreakrieg. Den habe ich selber nur erlebt. Ich weiß noch gut, als kleiner Bub, wie wir gesungen haben, was haben wir gesungen? Warte, ich weiß noch. Ei, 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 Korea, der Russ kommt einmal näher. Ein Ohrwurm. Ja, aber so schöne Volkslieder gibt es heute nicht mehr, gell? Ich sage ja. Nein, ich sage euch, Bubi, was man lernen muss in deinem Leben, das muss zum Menschenbild, sage ich. Bubi, in jeder Wurst, scheißegal welche Regierungsform, was du brauchst, sind Beziehungen. Hey, da kannst du auf jede Regierungsform scheißen. Hey, Beziehungen, und zwar die richtigen, Vitamin B. Das brauchst du. Hey, was hilft dir das, wenn einer wie der Maschmeyer Demokrat ist und du kennst ihn nicht? Hey, dann hilfst du nichts. Hey, ich meine, man braucht auch in der Demokratie, braucht man einen Zaster, hey, einen Flins, Diridari. Hey, weil in der Demokratie, wenn du kein Geld hast, bist du kein Demokrat, sondern ein Demokratler. Hey, so schaut's aus. Hey? Und ich meine, ja, aber jeder hat eine andere, sage ich, Bubi, jeder hat eine andere Vorstellung von der Demokratie. Jeder sieht es ein bisschen anders. Die Amerikaner zum Beispiel, die haben eine eigene Einsicht oder Ansicht. Die dann zum Beispiel die, wo keine Demokraten sind, die dann bombardieren. Und wenn sie bombardiert werden, hauen sie ab, kommen zu uns und dann sagt man, ein Bombenerfolg. Nein, also die jungen Leute, ich muss immer wieder sagen, es ist ja für einen Opa, für einen älteren Menschen wie mich auch eine Chance, mit der Jugend ein bisschen noch in Kontakt, gell? Und er hört zu, was der Opa sagt, er tut die Ohrwaschen spitzen, hey, er ist interessiert, er lernt was vom Opa, und das ist ja für mich auch eine Freude, hey? Und ich muss nur sagen, Drogen nimmt er nicht, hey? Nimmt keine, hey? Nein, hey, rührt er nicht an. Ich muss auch, ich sage auch, Bubi, schau mal her, was haben wir früher? Haben wir Drogen gehabt? Nix. Wir haben ein Bier gesoffen, sage ich. Einmal ein Starkbier und einen Schnaps. Ne? Aber Drogen haben wir gar keine gebraucht. Okay? Ne? Ich sage euch, wie Bubi, weißt du, ja. Ich betone, man darf die jungen Leute nicht hängen lassen. Aber ich frage mich manchmal, sie brauchen halt auch Idole. Okay? Idole, ich kann mich erinnern, ich mir als Bub, ich habe als Idol einen Winnetou gehabt, ne? War sehr zufrieden. Hey. Und wie ich dann älter geworden bin, ein bisschen gescheiter, dann habe ich einen Günther Brin gehabt. U-Boot-Kommandant Günther Brin. Hey, der ist 43, ist dieser Brin mit dem U-Boot im Skagerrak. Er ist er untergegangen bei Skapafloh. Und wie er untergeht mit dem U-Boot, dann hat er noch gegrüßt. Hey, und heute grüßt die keiner mehr im Lift. So ist es. Hey. Nein. Ich sag noch einmal, der junge Mensch braucht einen Halt, er braucht, die darf man nicht allein lassen. Die haben wir nicht einmal heute. Ich sage, was ist das? Die haben wir nicht einmal mehr ein Militär. Hey, ich kann wenigstens sagen, wir haben noch ein Militär gehabt. Ja, sicher, ich hätte auch damals ein Zivi machen können, aber ich gesagt, das kommt ja für mich gar nicht in Frage. Hey, weil bevor ich irgendeinen, den wo ich nicht kenne, einen Arsch ausputze,
der schießt ihn lieber. Ja. Hey, du bist sicher? Hey, aber. Billy? Ja? Das sage ich als Demokrat. Hey. So, jetzt müssen wir da sein, der Bubi. Ich warte auf ihn, ich bin verabredet. Jetzt müssen wir eigentlich schon da sein. Hey. Nein, ich warte auf ihn, weil jetzt. Ja, jetzt sind sie zu dritt, da sind noch zwei Spätzchen da. Ich hoffe bloß, dass er keinen Blödsinn macht, ne? Weil, naja, das glaube ich, hoffe ich nicht, ne? Dass da, weil sie sind ein Ding drunten, da basteln sie irgendwas, ich weiß nicht, was sie machen. Das hat er mir noch nicht gesagt, weil wir haben doch jetzt die alte Schule, da kommt doch ein Asylantenheim, ne? Also nicht, dass er da irgendwie, okay? Nein, aber das tut er nicht. Nein, das tut er nicht. Weil solange der in der Obhut vom Opa ist, hey, wird der Bubi ein Demokrat. Und zwar ein Lupenrenner. Für Gott benannt, auf Wiedersehen.